Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Forest, liebe Leute. Es ist wieder Tag. Unser Johnny hat sich gestärkt und hat auch ein bisschen was gebaut. Ich war noch ein bisschen fleißig so offscreen. Unter anderem habe ich hier, Moment, die können wir gleich mal einsammeln, den Weg fertig gebaut. Ich finde den ziemlich, ziemlich nice. Das hat schon was. Die Treppe nach unten war ja schon fertig und hier habe ich mal angefangen, die Wall so ein bisschen hinzustellen, um so einen Eindruck zu kriegen, wie die dann am Ende aussieht. Finde ich sehr, sehr nice. Außerdem habe ich herausgefunden, dass man hier auch größere Körbe machen kann. Guckt mal. Für Sticks, sowie als auch für Steine. Und habe da schon mal ein bisschen gesammelt. Die bleiben jetzt erstmal provisorisch hier stehen. Ich muss mal gucken, wie ich das alles hier aufteile. Wie wir das machen. Und ja, cool ist, die Sachen spawnen hier relativ schnell und nah nach. Ihr seht hier die ganzen Steine. Ich musste hier wirklich nur rumrennen und musste so entsprechend die Steine aufsammeln. Aber wir brauchen die Steine ja auch. Wir wollen ja noch ein paar Wege bauen, weil die gefallen mir echt gut. Dann, ach guck. Geht das so schnell mit dem Nachwachsen der Bäume? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, aber die haben wir ja alle gefällt. Die sind auch noch alle gefällt. Okay, dann schauen wir mal. Ihr seht's, ne, hier, zack, sind schon wieder, und hier liegt schon wieder einer. Da liegt wieder einer. Also die spawnen recht schnell nach. Das ist sehr schön. Und ansonsten, ja, möchte ich heute gleich mal zu Beginn noch einen kleinen Ausflug machen zur nächsten Höhle. Ziel ist es ja, wie gesagt, in diesem Let's Play, das wird ja ein bisschen ein ruhigeres Let's Play, weil wir ohne Gegner spielen, zumindest bis die Hauptstory rum ist, möchte ich auf jeden Fall alle Höhlen ranholen. Ich habe mich jetzt mal so weit ein bisschen eingelesen, dass ich so ein bisschen drin bin in dem Thema The Forest und weiß, dass es Höhlen gibt. In diesen Höhlen kann man Tools finden, die man dann halt eben gebrauchen kann, verschiedene andere Sachen. Und Ziel ist es, wenn wir diese Höhlen alle gefunden haben und auch alles das haben, was wir brauchen, dann werden wir zum Schluss, vielleicht machen wir einen Livestream, ich muss mal sehen, vielleicht machen wir auch das dann in der Folge, werden wir hier dann mal die Gegner aktivieren. Das sollte funktionieren, soweit ich das gelesen habe, und werden dann mal gucken, wie unsere Base und sowas hält, ne? Da werden wir dann halt so machen, wir werden dann, bevor wir, sag ich mal, das Finale der Story erleben, werde ich nochmal abspeichern. Und dann werden wir das Finale erleben und dann werden wir einfach nochmal so ein bisschen rumprobieren, was ist, wie hält die Base gegen Gegner etc. pp. So ist mal der grobe Plan. So, dann habe ich mich informiert. Ich gucke natürlich immer so ein kleines bisschen, wo sind die Höhlen, wie kann ich die finden. Und da gab es einen coolen Guide, der sagte nämlich, ab diesem Baum hier sollte man sich in diese Richtung setzen und sollte dann geradeaus laufen. Und das will ich jetzt, ich will einfach nur mal gucken, vielleicht gehen wir auch gleich in die Höhle, ich weiß es noch gar nicht. Hergestellt sind wir, haben allerdings nichts mehr zu essen. Wir müssten uns da erstmal um die grundlegenden Sachen kümmern. So, auf jeden Fall geradeaus laufen. Da vorne müsste jetzt ein Bach kommen. An dem halten wir uns rechts. Und dann müssten wir leicht links. Und da müsste dann schon wieder ein Höhleneingang sein. Da bin ich mal gespannt, ob das hinhaut. Und das Coole ist, was ich gesehen habe, ich würde mir das dann natürlich, wenn wir da was finden, auch gerne markieren. Und dafür gibt es ja auch diesen To-Do-Liste. Erkunde hängende Höhle. Da müssen wir jetzt halt natürlich mal schauen, was ist die hängende Höhle. Soweit habe ich jetzt noch nicht geguckt auf die Schnelle. Aber hier gab es doch, wartet mal, ich will das mal ganz kurz abchecken. Hier, Signalflagge. Die sollten wir eigentlich auch bauen können. Die können wir dann da vorstellen zu interessanten Punkten. Sehen die dann so wie eben hier das, was auf der Map angezeigt wird, sollte man das dann auch sehen. So, hier ist dieses Wässerchen. Oh, guck mal. Warte mal, wenn wir schon mal da sind, Leute. Wir müssen uns ein bisschen was zu... Zack. Okay, wir können keinen Fisch mehr tragen. Sehr schön. Dann die Axt wieder raus. So, und jetzt müssten wir uns hier ein bisschen links halten. Und hier stehen diese Totems, die anscheinend dann auch immer so einen interessanten... Und da ist er. Tatsächlich. Da ist er. Sehr, sehr cool. Oder? Ja, hier geht's rein in die Höhle. Ah, Leute, jetzt bin ich hin und her gerissen. Ich wollte eigentlich die Höhle noch gar nicht machen. Ich wollte eigentlich heute ein bisschen bauen. Aber wisst ihr was? Wo wir schon da sind. Gucken wir mal. Weil ich möchte jetzt auch gerne mal nach einem... ein kleines bisschen rumprobieren mit euch gemeinsam. Denn in den Einstellungen gibt es wohl diese verschiedenen Shader hier.
super haben wir das gerade aktuell. Blockbuster, episch, verdichtet, warm, modern. Und ich glaube, modern sollte dafür... Ne, jetzt ist noch dunkler wie vorher, habe ich das Gefühl, oder? Okay, Original. Oh Gott, es ist ja richtig dunkel. Ne, da sehen wir ja null. Okay, ich hatte diesen super... Das ist ein Texas. Ja, Texas ist auch nicht viel heller. Hoppla, falsche Taste. Aged, Blockbuster warm, dunkelblau. Was ist mit dem hier? Ja, der ist schon ein bisschen... Naja gut, dann lassen wir doch unsere... Super wurde empfohlen. Dann lassen wir das doch und dann müssen wir halt hier einfach... Also wichtig ist, die Höhlen wirklich nach und nach und halt auch genau zu erkunden. So, jetzt haben wir natürlich wieder die Problematik, wenn wir die Fackel in der Hand haben. Was haben wir denn an Stoffen? 100 Stück. Okay, das sollte jetzt erstmal reichen. Wir wissen ja dann aber jetzt auch, wo es gibt, ne? So. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, welche Höhle das ist, in der wir gerade sind und was es dann hier in dieser Höhle zu holen gibt. Wie gesagt, eigentlich war der Plan, heute ein bisschen zu bauen und dann erst in der nächsten Folge wieder die nächste Höhle zu machen. Aber ich war jetzt selber von mir ein bisschen überrascht, dass ich sie sofort gefunden habe. Aber hatten wir nicht hier, guck mal, wir hatten doch hier Leuchtfackeln. Wenn die Fackel ausgeht, probieren wir die mal aus, ob wir die in der Hand halten können. Das wäre natürlich mega gut. Alles klar, so. Oh, da haben wir eine Truhe. Oder hier? Breathe. Na komm. Halt das mal in der Hand. Das macht mal zusätzlich ein bisschen Licht hier. Kannst nicht mehr tragen, kleine Steine. So, was ist hier? Hier geht's auch hoch. Guck mal. Ah, da kommt man an einem anderen Punkt in die Höhle. Interessant. Hier stehen überall Kisten. Geld rum. Armbanduhr gesammelt. Oh, cool. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen looten. Hier liegen überall noch. Noch eine Armbanduhr. Die hat auch eine. Vor allen Dingen hatten die alle richtig fett Cola einstecken hier. Okay, hier können wir auf jeden Fall noch looten. Das ist wieder so ein Teil von einem Roboter. Okay, interessant. Haben wir schon. So, aber dann können wir jetzt mal hier... Lassen wir liegen. Das klingt irgendwo, als würde einer rumlatschen. Den Ball will ich nicht, aber den Stoff. Weiß halt nicht, Stoffe sind halt schon relevant, würde ich sagen, oder? Können wir nicht aber auch, pass auf, zack, dann machen wir das halt so mal. Das hebt ja nicht lange, haben wir festgestellt, aber so können wir es wenigstens anzünden. Das ist halt, glaube ich, eher dann zum, ja, so ist es schon ein bisschen angenehmer. So, hier hinten geht es nicht weiter, ne? So, da ist die Kiste, hier ist Alkohol. Okay, in den Kisten ist auch Stoff drin.
an. Es ist schade, dass es nicht so lang brennt hier. Alles klar. So, was ist mit ihm? Was war seine Mission? Er hat auch eine Uhr einstecken. Aber der macht's nicht mehr lang. Aber das scheint auch irgendwie ein Passagier gewesen zu sein oder so, ne? Interesting. Okay, also hier haben wir soweit geguckt. Jetzt gucken wir hier mal noch weiter. Und die überall rum, Alter. Was haben die denn mit denen gemacht? Etwas kopflos. So, was haben wir hier? Jetzt gesehen, es könnte ein Bild von unserem Junior gewesen sein. Hier sind Kreuze an der Wand. Aha. Drück mal wieder an das Ding. Alright, alright. Da haben wir wieder einen Bauhelm, den man ja leider nicht aufheben kann. Okay, jetzt ganz viel Stoff. Nee, du sollst da bleib da schon drauf. Da ist tatsächlich alles nur Stoff. So, pass auf, dann nimm jetzt aber nochmal bitte. Was ist denn da jetzt noch? Brennende Waffe. Nee, ich möchte das eigentlich gerne ausrüsten. Und anstecken. Achso, die Leuchtfackel wollten wir ja auch mal probieren, ne? Ob es wohl noch bessere Fackeln gibt? Okay, hier geht's runter. Gucken wir aber erstmal hier außen rum noch. Was liegt hier? Irgendwas hinten dran. Ach, guck mal, da gibt's Leuchtfackeln. Da ist eine Taschenlampe, Leute. Boah, wie gut. Und wir haben doch... Moment, wir haben doch Batterien. Hier. Wo ist denn die Taschenlampe jetzt? Was ist das hier? Alter Pistolenteil, okay. Timmys Zeichnung. Kann als Dekoration verwendet werden. Okay, cool. Hier haben wir unseren rohen Fisch. Da haben wir noch genug Snacks. Wo ist denn jetzt diese Taschenlampe? Zum Wasserkochen. Okay, also damit können wir definitiv auch Wasser abkochen. Da ist die Taschenlampe. Batterien 99%. Ei, sehr gut. Hier, da ist Klamotten drin. Sehr geil, Leute. Wir haben eine Taschenlampe. Wobei ich das Gefühl habe, die macht nicht so geil hell wie die Fackel. Trotzdem nice. Wir haben Hunger. Pass auf, wir nehmen uns mal hier. Oko. Ah. Das klingt gut. Okay, okay. Sehr nice. Da jetzt noch irgendwas Interessantes. Geräusche sind, muss ehrlich sagen, die Geräusche sind für mich schon gruselig genug, ne? Ich bin bei sowas echt, viele von euch werden sich da jetzt einen ablachen, aber ich bin bei sowas wirklich ganz schlimm. Vielleicht kann der ein oder andere mich ja auch, uff, Alter, so ein kleines bisschen nachvollziehen. Das war aber knapp hier. Wenn man sich nicht so gerne gruselt. Es gibt Leute, die mögen das unwahrscheinlich gerne. Sich gruseln. Weil ich bin da gar kein Freund von. Das konnte ich schon als Kind, mochte ich das nicht.
Aber man muss sagen, so ohne Gegner ist es ganz okay. So. Ja, hier liegen Schädel rum. So, jetzt möchte ich aber gerne das mal ausprobieren. Ach nee, die kann man nur schmeißen. Seht ihr? Das ist schade. Ich dachte eigentlich, die kann man... Das aber nochmal aus. Dann nehmen wir doch wieder unsere Fackel. Ein Stoff haben wir genug, Batterien haben wir nicht so viele. Haben wir sie wieder ausgemacht. Aber wir haben ein Kreuz gefunden. Spannend, spannend, spannend. So, weiter geht's. Hier irgendwie, also ich finde, die Fackel macht irgendwie ein bisschen heller, oder? Was haben wir denn hier? Das? Ein Tauchgerät. Ist es denn die Möglichkeit? Wir haben ein Tauchgerät gefunden. Das ist ja geil, weil ich auch gesehen habe, es gibt hier Höhleneingänge mit... Wollen wir das gleich mal ausprobieren, Leute? Können wir da reinspringen? Was ist das dann? Tauchgerät, schwimme unter Wasser längere Strecken. Das Tauchgerät auf. Spielzeug. Kaputtes Spielzeug. Können wir das hier zusammenbasteln? Timmys Spielzeug. Hier fehlen uns noch ein paar Teile. Schade. So, jetzt ist die Frage, kommen wir jetzt da wieder raus? Komm Leute, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wir tragen das jetzt. Bogen. Feuerzeug packst du mal weg. Oh, nice. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lange hebt das an, ne? Aber das ist ja schon mal geil, dass wir jetzt tauchen können. Guckt euch das an. Krass. Ist uns kalt. Okay. Weiß ich ja nicht, sollten wir uns hier vielleicht ein bisschen beeilen oder so? Ich weiß nicht, inwieweit uns das schadet. Wieder ab ins Kühle nass. Hier wieder raus. Ihr wollt hier je wieder rausfinden, Leute. Wir wären doch vielleicht gescheiter den Weg zurückgelaufen. Was ist hier? Okay. Da können wir Steine drauflegen. Hallo? Hm.
beten die hier? Warte mal, ich muss jetzt hier erstmal den Boy erstmal ablegen und dann machen wir dem mal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir hier eine Fackel anzünden, aber der Bub friert ein bisschen. Ah ja, eine Fackel bringt was, gut. Du hast Durst, das ist nicht das Problem. Ach, Gott sei Dank. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Beten die denn da an? Scheinen Christen zu sein. Was ist das hier? Der Belzebub. So, was können wir hier machen? Nix. Sind wir denn, warum haben die denn hier drin gecampt? Okay. So, zünden wir die Fackel erstmal wieder an. Treibstoffkanister gesammelt. Die sind voll. Seile haben wir auch genug. Das ist natürlich ärgerlich. Was haben wir hier? Das ist für ein Vieh so eine Art Mutant oder so, ne? Gucken wir uns dann alles in Ruhe an. Was steht denn da? Rostige Axt gesammelt. Okay, jetzt sind unsere Dinger hier auch voll. Alkohol ist voll. Gut, Alkohol bräuchten wir halt, um Molotow-Cocktails zu machen. Wobei, wir sollten die schon machen, ne? Das ist ja, gerade wenn wir am Ende dann halt... Ja, nochmal so ein Buch. Die sind voll. Da liegt noch was. Beneath the Limestone. Interesting. Nee, falsch. Wieder hätte ich gerne. Auch Kochtöpfe, aber die haben wir ja. Alles klar, Leute. So, und anscheinend geht es jetzt hier weiter. Ist das richtig, was ich erzähle? Jetzt haben wir mehrere Äxte zur Verfügung. Naja, es hilft ja nichts. Komm. Tragen. Und Rinder. Es scheint ja hier weiterzugehen, oder? Liegen überall Bücher im Wasser? Alter, wo kommen wir denn hier wieder raus? Kommen wir hier überhaupt jemals wieder raus? Aha. Okay. Hier ist kalt, du bist nass. Ja, wir kümmern uns sofort um dich. Johnny, kein Ding. Ist ja auch für Johnny hier was Neues. Alter, der zieht sich einarmig hier hoch. Das ist ja der Wahnsinn. So, pass auf, das kannst du jetzt mal ablegen. Ich glaube, wir werden es nicht mehr brauchen. Dann nimmst du das bitte in die Hand und zündest es an. Bist ja schon am Zit. Guck mal. So, was haben wir da noch? Das X markiert die Stelle. Okay. Ich habe gedacht, wir müssen nicht mehr. Zünd nochmal an. Okay, also müssen wir anscheinend da nochmal rein. Auf geht's. Ah doch, hier geht's weiter.
Ich finde es auch cool, dass wir hier Licht haben. Okay, hier liegen wieder Seile, oder? Ja, die können wir eh nicht nehmen. Alter, diese Höhlensysteme sind ja mal sowas von verzwickt. Das ist ja der Wahnsinn. Aber das ist ja cool, dass wir jetzt tauchen können. Das finde ich ja mega geil. Jetzt müsste man bloß mal wissen, welche Höhle das war, ne? Am besten wir stellen vor alle Höhlen, wo wir drin waren. Läuft, hier kommen wir nicht raus. Ja, ich denke, wir stellen vor alle Höhlen, wo wir drin waren, am besten so ein Zeichen auf. Dann wissen wir das ja, aber wie, andere Frage, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Da hinten geht's nicht lang. Gut, es muss einen Weg nach draußen geben, ne? Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Die Frage ist bloß wo. Und hier ging's hoch. Hier geht's nicht lang. Shit, Leute. Wie kommen wir hier wieder raus? Oder ist das tatsächlich eine Sackgasse? Ich habe jetzt bloß ein bisschen Angst. Was ist, wenn der Sauerstoff leer ist? Wechselt der dann automatisch die Flasche oder gehen wir einfach drauf? Eine Öffnung, eine kleine, ne? Ah! Aha! Hallo! Da enden? Okay, mach erstmal ein bisschen warm. So, dann setzt du mal Taucher-Geschichte ab. So, kann man noch was essen? Ja, wir snacken noch was. So, sehr schön. Toll, jetzt wissen wir halt. Ah, wo ist unser. Da hinten ist unsere. Frage, kann ich euch? Da hat man doch keine Ahnung, wie spät es ist, ne? Wartet mal, wir machen. Wir stehen auf jeden Fall so eine Art Fallen oder so. Wir machen das aber anders. Wir setzen uns jetzt hier. Eine Signalflagge, Sache hin. Zwei Steine. Daran soll es doch nicht hapern. Die sind doch hier überall. Oh, guck mal. Ist das nicht Aloe Vera? Nee, ist es nicht. Ich bräuchte noch einen Stein. Da liegt einer. So, und die sollte man normalerweise jetzt... Weil dann machen wir uns jetzt auf den Heimweg. Und gehen hier auf jeden Fall nochmal hin. Weil ich will wissen, ob ich die jagen kann. Oder sind die vielleicht nur nachts da? Jetzt fliegen sie wieder. Von nix. Das ist ja doof. Jetzt sind sie weg. Naja, okay. Dann lasst uns mal auf den Heimweg machen.
weiß jetzt halt nicht, wie weit das weg ist. Wahrscheinlich ist es gerade ums Eck oder so. Hier, Pilze. Der wird schon wieder direkt vom Boden die Pilze wegessen. Ohne eine Ahnung, was es eigentlich für Pilze sind. So, wenn ich es nämlich richtig gelesen habe, haben wir in irgendeiner Höhle auch Karten. Eine Karte und einen Kompass. Das wird uns natürlich auch um einiges erleichtern, die Geschichte. Nee, das ist doch ein Stückchen weg, oder? Nee, Leute, das ist. Wir sind schon zu Hause. Guck mal. Wenn man das alles mal wüsste. Aber ich denke, aus der Höhle haben wir jetzt alles rausgeholt, was wir brauchen. So, komm, jetzt gehst du erstmal nach oben. Hier schön ein Feuerchen an. Hängst die Fische noch auf. Och nee, sind die schon verdorben? Sieht so aus, ne? Ach, ärgerlich. Alles klar, und dann schlafen wir erstmal die Nacht. Wow! Also, schönen kleinen Ausflug gemacht. Da können wir die. Mann, guck mal unsere Aloe Vera Pflanzen. Zack. Zack. Kann ich da nicht wieder einpflanzen jetzt? Du hast Durst. Warte mal, ist das jetzt schon wieder verdorben, der Fisch? Nee, Rohrfisch essbar. Getrockneter Fisch. Essen. Sehr lecker. Alles klar. Okay, Leute. Jetzt, wie gesagt, in der Folge hatte ich eigentlich was anderes vor. Das Feuer kannst du mal wegmachen. Sondern ich wollte eigentlich noch ein bisschen bauen mit euch gemeinsam. Und es müssten eigentlich, wenn ich das richtig gesehen habe, hier noch eine ganze Menge Baumstämme rumliegen. Ich weiß halt nicht, ob die despawnen. Es scheint mir gerade so, als würden die... Ja, es scheint so. Wenn man sich aus und wieder einloggt, dass die despawnen. Ah, da sind wieder Klamotten drin, okay. Das ist natürlich ärgerlich. Dann muss ich die zukünftig in so einen Halter reinpacken. Weil sonst renne ich ja hier für umsonst rum. Ich habe extra eine ganze Menge gefällt und habe dann aber gespeichert und ausgemacht. Aber es scheint so, als würden die tatsächlich despawnen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann hier die Möglichkeit, mal alles voll zu machen. Na, das werde ich mal zwischen den Aufnahmen machen. Schön unser Weg hier einfach ist. Also hier kann man richtig schön bauen, denke ich. Okay, schon wieder voll. So, und ich glaube auch, dass man mit gewissen Tierhäuten, habe ich gelesen, dass man sich da auch verschiedene Beutel und sowas machen kann, sodass man mehr von allem tragen kann. Das will ich natürlich auch angehen. Wir werden das Schneegebiet auf jeden Fall mal begutachten. Ach, jetzt ist voll. Okay. Und wir werden uns das Schneegebiet angucken. Aber jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier haben. Guck mal, wir haben eine rostige Axt. Und wir haben Benzin. Treibstoffkanister. Füllt die Kettensäge wieder auf. Oh, es gibt eine Kettensäge, Leute. Und hier. Das möchte ich ausprobieren. Passt auf, wir haben doch da vorne einen Teich. Jetzt will ich wissen, ob das geht. Das machen wir jetzt noch in der Folge. So ein paar Grundlagen nochmal ein bisschen ausprobieren. Hier haben wir doch den Teich, genau. So, ich kann hier auffüllen. Sehr geil. Und jetzt kann ich das auf dem Feuer abkochen. Da werden wir das Feuer hier unten brauchen, ne? Mit dem Ding werde ich nicht da hochkommen, oder? Oh, doch. Tatsächlich, so geht's. Guckt mal, Leute. Ja, sehr geil.
Jetzt kann ich hier raus trinken direkt. Ah ja? Okay, das ist ein bisschen mühselig, weil man halt dann hier... Und lass uns nochmal holen gehen. Weil man dann halt immer einen Topf vielleicht trinkt, ne? Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber gut, im Notfall. Ich meine, das Wasserloch ist jetzt nicht weit weg. Außerdem hat es hier auch noch Fische, passt mal auf. Lass uns erstmal ein kleines bisschen fischen, ne? Alter. Treffsicher wie noch nie. So, 4 Stück kann ich, glaube ich, nehmen, ne? Ja. Nee. Tatsächlich nur 3. Denn jetzt hier wieder? Hier. Dann füllen wir den gleich einmal noch auf. Hängen den Fisch auf. Da müssten wir halt auch mal jagen gehen. Ich denke, da kommen wir auch nicht drum rum. Und dann werde ich zur nächsten Folge mal schauen, welche Höhlen wir jetzt noch haben. Ja, doch, dauert einen Moment, ne? Oh, wartet mal. Guck mal, ich habe da jetzt Fisch reingepackt in den Topf. Und könnte da auch noch Aloe Vera reinpacken. Ach krass, ich kann mir hier was kochen. Was mache ich denn da jetzt? Eine leckere Fischbouillon oder was? Toll, anstatt die Fische hier aufzuhängen. Ach krass, da kann ich mir so richtig schön was kochen. So, das kann ich jetzt essen. Ja, das lassen wir aber da jetzt erstmal stehen. Ach krass, ey. Das ist ja richtig übel, was hier alles geht. So, unser Harz füllt sich hier auch. Das lässt du mal so da drin. Gut. Oh. Entschuldigung, das war keine Absicht. War Reflex. So, aber da gehen jetzt keine mehr rein, ne? Nö, kann ich jetzt nur rausnehmen. Alles klar. Okay, also, dann passt auf, dann müssten wir hier mal noch anzeichnen. Ein Baumstammlager, die sollte ja dann auch, dann kann ich euch das nämlich zeigen. Also, das hatte ich so gemacht, dass ich das hier gebaut hatte. Ich stelle es mal ein bisschen weiter weg. So, und wenn ich hier hingehe, kann ich R drücken und dann wird das größer, seht ihr? Und dann passen da natürlich auch mehrere Baumstämme rein. Sehr cool. Dann können wir das noch zusammen bauen. Da haben wir wenigstens noch ein bisschen was gebaut heute zusammen. Und da muss ich ein bisschen Holz ranholen, weil ich will dann halt auch immer zwischendrin noch eine Folge machen, wo wir dann bauen gemeinsam und dann eine Folge, wo wir dann wieder einen kleinen Ausflug machen, weil die Insel will ja erkundet werden. So, und dann kann... Achso, ich bin ein Held. Ich bin ein Held. Muss ja erstmal das Ding fertig bauen. So. Wartet mal, lass doch mal die ausprobieren hier. Zack. Wie viele Schläge braucht die denn? Er braucht auch nur einen. Interessant. Okay, schon wieder voll. Aber da konnte ich doch, warte mal, mit der Reh hier kombinieren, wenn ich da drauf gehe, Wasserschlauch. Da brauchen wir noch 2. Ey, wir werden mal jagen gehen müssen, Leute. Da geht kein Weg dran vorbei. Was kann ich denn hiermit alles machen? Eine handgemachte Keule. In Ordnung. Kann ich mit Steinen machen? Reparaturwerkzeug, brennende Waffe, handgemachte Axt. Ja, okay. Stöcken. Ist das hier eigentlich, was da durchgestrichen ist? Habe ich das schon gebaut oder kann ich das momentan nicht bauen, weil mir Zeug fehlt? So, hier kann ich auf jeden Fall Pfeile bauen. Federn müsste ich eigentlich auch gesammelt haben. Wo sind denn Federn? Ah, hier sind Federn.
Sitzt da was? Ja. Jetzt habe ich Brandpfeile gemacht, ne? Mega gut. Okay, dann haben wir das auch mal ausprobiert. Das kann ich mit einem Seil machen. Hasenfellstiefel, kleiner Steinbeutel. Oh, mit Hasenfell. Guck mal, kleiner Steinbeutel. Ein Köcher kann ich bauen. Ein Wasserschlauch, das wussten wir. Da brauchen wir Hirschfell. Hasen brauchen wir. Mit Wildschwein kann ich einen Steinbeutel auch machen, einen großen Steinbeutel. Okay, da werden wir auf jeden Fall, werden wir da mal ein bisschen jagen gehen müssen, Leute. Da wird kein Weg dran vorbeigehen. Mal rausfinden, wo man die Sachen findet. Und dann... Ich meine, wir haben ja auch da oben noch das Schneebiom, nenne ich es jetzt mal. Da müssen wir auch mal hin. Da wird es mit Sicherheit auch was zu entdecken geben. Also hier scheint mir das Spiel so zu sein, dass es an jeder Ecke irgendwas zu entdecken gibt. Und das mit den Höhlen ist ja schon mal ultra krass. Also gut, dann wissen wir, was wir zu tun haben. So, jetzt bauen wir noch gemeinsam da oben diesen Baumhalter oder Baumstammhalter, Lager. Da bauen wir noch 6 Stück. Wir haben da die hier. Das sollten ja jetzt eigentlich ordentlich reinpassen, ne? Dann werde ich die auf jeden Fall mal auffüllen bis zum nächsten Mal. Und dann werden wir nächste Runde ein bisschen bauen. Da werden wir erst eine Runde bauen und dann werden wir uns ein bisschen auf die Jagd begeben, Leute. Wobei, wir werden vielleicht auch erst jagen, dann bauen. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil du halt nicht siehst. Wartet mal, kann ich nicht auch irgendwas, weil ich diese Bären die ganze Zeit sehe, kann ich da nicht auch irgendeinen Beutel bauen? Köcher, kleiner Steinbeutel, Hasenfell, Stiefel, Stockbeutel. Nee, okay. Was kann ich mit dem Stoff machen? Stockbeutel, Steinbeutel, nee, da brauchen wir das auch für. Seile können wir herstellen, das ist okay. Armbanduhr. Ach genau, da konnten wir den Sprengstoff machen. Foto von Timmy. Okay. Nicht Arzt machen. Ja, genau, das war alles das, was klebt, ne? Alles klar, da müssen wir halt echt mal, wenn wir hier mal noch die Axt ausprobieren. So, keine Ausdauer mehr eben, denke ich. Was macht er denn? Ich glaube, da ist und die Axt doch ein bisschen effektiver hier. Wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall schauen, wie schnell wachsen die Bäume wieder nach. Das ist auf jeden Fall interessant. Und dann werden wir das so machen, Leute. Dann werde ich jetzt hier uns Material ranholen. Dann werden wir hier ein bisschen bauen. Wir werden anzeichnen, ne? Hier, das finde ich ja ziemlich geil gemacht, dass man die Sachen so anzeichnen kann. Dann haben wir hier einen Gang nach unten. Vielleicht nehmen wir uns hier dann auch so einen schönen Steg mit. Kann man ja auch bauen. Ich würde ja gerne alles ausprobieren. Hier oben dann vielleicht auch nochmal ein, zwei Gebäude hin. So, dann dieses Baumhaus als letzte Bastion quasi. Müssen wir mal gucken. Also wir müssen schon so ein bisschen aufbauen, dass wir dann später, wenn wir die Gegner mit dazu schalten, dass das dann halt auch ein bisschen Sinn und Zweck hat, ne, die ganze Geschichte. Okay, Leute. Also, dann heute ungeplant in der Höhle gewesen. War wieder sehr interessant. Bin gespannt, was hier noch alles auf uns wartet. Denkt an den Daumen, würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut.